L Talk Sendung Division. Und damit herzlich willkommen zum TPL Talk Season 4 Sendung Division. Es ist Spieltag 5 geschehen und ja, ich war wieder ein Gast dabei und wie es jede Woche ist, wird er freundlich von mir begrüßt. Hallo Pana. Hallo. Wie geht es dir, Pana? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir selber? Ja, danke schön. Eine Nachfrage. Ach, ich liebe freundliche Menschen. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir starten wir schon rein. Nein, ich will ein bisschen was über Pana hören. Wie geht es dir? Weil wir haben ja noch nicht, also das habe ich dich schon gefragt, ich weiß, aber wir haben uns ja noch nie wirklich gesprochen, I guess. Oder? Das stimmt. Wir haben, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal letztes Season gegeneinander gekämpft. Ja, nee, da war kein Aufnahme. Nee, das war ein Albtraum. Das war ein Albtraum. Ja, das weiß ich noch. Da kann ich mich. Ich glaube, da war nichts gewesen. Also haben wir nie miteinander gesprochen. Und ja, von daher. Hallo Pana und bitte beginn mit Spieltag 5. Ja, also da haben wir einmal die Memotels, die 4-0 gegen die Tentacle Witches verloren haben. Dann haben die Teenage Mutant Ninja Kubuins auch 4-0 gegen euch verloren. In the System of a Clown. Dann kommen wir weiter zu der Uzumaki Crew, die 5-0 gegen uns verloren haben. So auf einem Sundance. Und zum Schluss haben wir noch die Happy Knits Foundation, die 2-0 gegen die Alpha Predators gewinnen konnten. Das hast du wunderbar gemacht. Gehen wir gleich auf Spieltag zum Spiel 1. Die Memos gegen TNW oder Tentacle and Witches, wie man es gerne haben möchte. Eine kleine Überraschung, oder? Ja, das stimmt. Das hat mich echt absolut gewundert. Ich bin echt fest davon ausgegangen, dass die Memotels das eigentlich gewinnen würden. Ja. Ich glaube, Andy war diesmal auf jeden Fall dabei und hat mal ein bisschen für Furore gesorgt. Was fällt dir zum Spieltag ein? Was hat dir gefallen? Was war spannend oder halt nicht? Also was mir zuerst natürlich aufgefallen ist, dieses Brigaron. Das hat ziemlich gut Work am Anfang gemacht. Das mit dem Trick Room war dann auch am Anfang so ein bisschen ein nettes Gimmick dazu, dass er sich leichter setupen konnte. Ja. Weil der dann, was hat er rausgeforst? Belly Drum. Bauchtrommel. Ja, nee, er hat den Mund rausgeforst und dann da auf Belly Drum gedrückt. Das war der Roserade. Ja, Roserade kam rein auf den Belly Jump, oder? Nee, der hat den Toxic Spikes gedrückt, oder Spikes. Genau, kann auch sein, ja. Ist so. Und dann hat er sich einfach komplett vollgehalten im Roserade danach. Ja, das war, auch danach kam ja dann noch Wolverock Nachtform, die hat einen Beine zerstört. Auch noch ja, also da wird man wirklich interessant, Brigaron, dass es auch Work macht. Ich mag ja das generell, stimmt. Brigaron ist ja eigentlich doch auch ein bisschen defensiver, so oder? Oder bin ich falsch? Ich mag es halt mit defensiven Bonds halt so ein bisschen offensiv pressuren und ja, so ein paar Kills holen. Ich mag das generell sehr gern, wenn defensive Bonds halt nicht so passiv sind, sondern selber auch was machen kann. Genau, das merke ich mir gleich mal für unseren Spieltag. Wir spielen nämlich noch gegen. also muss man sagen, Brigaron hat wirklich überzeugt. Meinst du, die hätten drin bleiben müssen und den Hit von Kapuriki tanken sollen? Oder ich weiß ja nicht, ob es getankt hätte, weil. Deathlingly meinst du? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Brigaron hat, glaube ich, nur gute Defensive und keine Spezialdefensive. Okay, weiß ich auch nicht. Dann war es, glaube ich, besser, dass sie rausgegangen sind. Ja, okay. Gut. Weil sonst hättest du halt richtig Schaden auf Riki bekommen, wenn es überlebt hätte. Ja. Wir gehen davon aus, dass es jetzt nicht so wäre. Und dieses Elektrofeld generell wegzubekommen, solange da einer Lola Raichu ist, wäre auf jeden Fall immer ganz nice. Das stimmt. Ja, ansonsten kann man sagen, die haben kurz falsch predicted, also die Memos, wo Alola Raichu dann halt auch drin war, gegen Megasumpex, weil sie haben Hochspannung. Ja, genau, die haben keinen Grassnot gedrückt. Da hätte ich aber auch gedacht, dass die Tentacle Witches rauswechseln würden, weil der eigentlich ziemlich obvious wäre. Naja. Aber du kannst halt, es ist halt auch das gute Spiel, wenn du Jeremy im Team hast, ist wirklich so. Also ihr habt ja letzte Season auch gegen Jeremy gespielt, da kommt immer crazy Scheiß und das ist manchmal positiv, so wie in diesem Fall, dass es dann wirklich geklappt hat. Oder meinst du, Andy hat gesagt, nee, lass mal drinbleiben, weil ich glaube, Andy weiß, dass da ein Strauchler kommen könnte. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob die dran gedacht haben oder nicht. Im Chat haben die einen geschrieben, genau, dass die daran gedacht haben. Ja, einfach, fuck it. einfach, wir haben, im Endeffekt, die haben ja nichts zu verlieren. Das muss man vielleicht auch noch zu Betracht beziehen, dass es ja deren erster Sieg war. Und ja, stimmt. Verlierst du gegen die Memos, sagt ihr, ja, haben wir erwartet. Ne, Tabellensituation ist so und generell haben sie das Falsche gemacht, aber richtig gemacht,
darum haben sie im Endeffekt gewonnen. Ganz einfach. Ja, also du kannst. Im Endeffekt war das eine 50-50, die sie gewonnen haben. Genau. Und das hat das Game dann entschieden. Ja. Ja, also das war wirklich, also, Chapeau, sag ich mal. Fällt dir dazu noch was ein? Ansonsten gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Weil, nee, mir fällt dazu jetzt nichts mehr ein, denke ich. Na, erzähl mal, was fällt dir eigentlich zum anderen Spiel ein? Von den Teenage-Spielen Ninja Kubuins gegen System of a Clown. Also, Nidoqueen hat am Anfang natürlich sehr viel Work gemacht. Das stand da für ein paar Runden, hat einfach nur Attacken gedrückt. ja, dann natürlich, Sekunde. Jo. Muss ich das noch kurz aufmachen? Nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ja, ja, also, wie gesagt, Lasho King sah dann auch nochmal sehr stark aus. Hm. Und die beiden haben sie eigentlich das meiste Work, finde ich, gemacht in diesem Kampf. Das stimmt, ja. Ich kann ja dazu sagen, dass halt wir halt einen guten Lead hatten mit Alolas Nobilicat und einfach Free Knock drücken konnten. Wenn man aber in Betracht bezieht, dass Koblosi auch Scarf war, ich weiß nicht, ob man es so im Replay gesehen hat, ich glaube schon, ich weiß gar nicht mehr, hätten wir durchaus Nobilicat in der ersten Runde schon verlieren können. Ne? Also es ist wirklich so, aber du bleibst halt nicht gerne gegen Unnichtmon rennen, außer du das hast halt eine Attacke. So, man, im Endeffekt muss man sagen, Koblosi war ja physisch. Ein physisches Koblosio, also interessantes Ding. Also speziell haben wir den richtig gefürchtet. Also Sky auf jeden Fall alleine. Mhm. Bei mir war der relativ, ich habe den gar nicht gesehen. Vielleicht wollten wir irgendwie Slowking oder so dann checken, falls er darauf reinkommt oder so. Und hat er gesehen, so eine Dunkelklaue macht halt nicht viel, ne? Ja, also, das stimmt. Ja, so ist das. Und auch dazu, Zyukum war auch total physisch defensiv. Und den in einen Nidoqueen reinzuwerfen. Gut, wir haben zwar den Crit bekommen, aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also ich werfe halt persönlich kein physisches defensives Mon, einen speziell offensiven Mon rein, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das haben wir nicht wirklich so verstanden. Was ich lustig fand, war, als drei Runden lang einfach nur Nidoqueen gegen Smogmog Earthpower gedrückt hat und die Bandsplit. Ja, wir dachten halt, die gehen raus und die dachten sich, ja, nee. Und wir dachten, die gehen raus und die so, nee. Ja, das ist halt so. Gut, die haben im Endeffekt nichts gewonnen und wir auch nicht, außer dass wir halt ein paar Attacken gewastet haben, aber im Großen und Ganzen ist es nicht wirklich der Verlust gewesen. Wir haben halt die haben Umbreon ein bisschen leichtsinnig abgeworfen gegen Nick Rossmann, da sind die einfach drin geblieben, anstatt einfach vorher rauszugehen. Genau, ja, die haben diesen Protect, wo wir Core Mind gedrückt haben, haben die ja protected. Dadurch waren die unter Zugzwang und hätten sie, also die haben ein bisschen länger gebraucht für den Zug, bis sie Toxin gedrückt haben. Aber für uns war beide klar, dass auf jeden Fall Toxin kommen muss. Weil sonst wäre Nick Rossmann da durchgegangen, I guess. Gut, Terrakion war halt auch noch da. Der hat sie dann hätten eigentlich zuerst Toxic drücken müssen, bevor die überhaupt den Protect drücken würden, weil der Protect hätte doch nichts für die gebracht. Ja, die hatten ja nicht mal selber Leftovers oder so, die recovern können. Ja, die hatten ja die Anti-Käferbeere, genau. Ja, klar. Deswegen, also das war auch so ein kleiner Misplay, würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, Misplay ist zu großes Wort, glaube ich. Auf jeden Fall hätten sie es anders machen können und hätten dadurch ja Toxin gestort, weil sie sind ja auch auf den Double Protect gegangen, was for totally fine ist, weil das hätte ich nicht anders getan. Bei den Dardanusmon reinzuwerfen, hätte nichts gebracht. Ja, am Ende war der Double Protect auf jeden Fall der Plan. Ja, wenn er durchkommt, dann hätten wir haben nichts verloren dadurch, weil wir wussten ganz genau, wir müssen die ganze Zeit immer angreifen, weil wenn der wirklich angreift selber und wir gehen nochmal auf Core Mind, auf diesen Protect, ne, dann ist es halt so, ja. Aber ich weiß nicht, hatten die kein Foulplay oder so, was die hätten drücken können, anstatt durch? Dann du fragst mich, was ich warte mal. Das kann ich sogar noch nachschauen. Ich schreibe ja mit manchen Menschen. Das ist. Stell dir vor, aber ich muss nur gucken, wo der ist. Anton. Pokepass. Link kopieren. Link einfügen. Das läuft rucki zucki. Ihr kriegt das gar nicht mit dem Video. Ihr seht es auch nicht. Nach Tara hatte. Nein, Wish Protect. Doch, Foulplay hatten sie. Ja, sie hätten angreifen müssen. Angreifen oder Toxin drücken. Ja. Also dann war das da schon ein leichter Missplay, aber ja. Ja. Im Endeffekt dann auch so. Nimm mich mit, bin ehrlich. Das sehe ich, ja. Ansonsten kann ich sagen, Nidoqueen, Herz geht raus an dich. Du kleine Brunhilde, obwohl wir den Spitznamen vergessen haben, hat sie endlich 3 Kills geholt, sowieso als erstes. Und Lasho King, so defensive Mons liegen halt uns persönlich, glaube ich, ganz gut. Davon braucht ihr aber, glaube ich, nicht viel reden, weil ihr habt ja auch ein bisschen defensiv, aber dazu kommen wir später. Dann würde ich sagen, das reicht eigentlich, ne? Also ich habe genug von uns geschwärmt über diesen Sieg, der uns sehr, sehr gut gefallen hat und in der Tabelle auch später nachher so viel gebracht hat, wie bis zum geht nicht mehr. Geht's weiter. Uzumaki Ku Sandans.
Achso, da seid ihr ihr. Ja, das sind wir direkt. Okay, dann reden wir mal Also, über einen Kampf. am Anfang hat sich ja, haben die sich ja direkt versucht, mit Jirachi zu setupen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, als ich dann eben Licky Licky reingeworfen habe, bitte habt kein Iron Defense, bitte habt kein Iron Defense. Sonst wäre es jetzt echt böse enden können. Ja, das stimmt, Aber ja. hatten die dann zum Glück nicht. Weil wenn die Iron Defense gehabt hätten, dann hätten wir auf jeden Fall zwei Mons mindestens abwerfen müssen. Ja, ich Erstens halt einmal Licky Licky und dann eben zum Beispiel noch Chomp, um den Sub zu breaken. Und dann hätten wir die erst mit Nape killen können oder so. Ich weiß gar nicht, wie ab plus Iron Defense geht auf plus 2, I guess, ne? Ja, genau. Ja, bricht dann noch ein Knock-off den Sub? Nee, ne? Nee, deswegen habe ich ja gesagt, bitte nicht. Aber die hätten auch hier die Leftovers, nee, war das? Ja, Leftovers direkt knocken lassen können. Dann hätte das der Knock-off auch nicht mehr den Sack gebrochen, eigentlich. Ja gut, Nachhinein Dann sollten wir es auch spielen ergibt Sinn, können. ja. 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 Ich fand aber generell, wenn du halt weißt, was da das, was Ligi erstens drückt, also Schlubleck, und dann setzt du dich halt für mich persönlich zu früh aufgesetzt, finde ich. Also. Ja, das auf jeden Fall. Also so früh sollte man sich eigentlich nicht setupen. Hätten die das später gemacht, hätte das vielleicht sogar mehr Work machen können. Also. Ja. Es kann ja sein, dass ihr so einen mega Bisa-Floor habt, was ja da auch ein Team ist, das man, an dem man sowieso schwer vorbeikommt. Ich glaube, hätten sie Ja. Iron Defense gehabt, dann hätten sie euch dezent hart angenommen, Ja, das wäre echt kritisch ja. gewesen. Ja. Aber hatten sie nicht. Und dann kam natürlich die Situation noch, wo Miss Mages dem Rotom gegenüber stand. Oh Da ja, bin ich Gott, oh fest Gott. davon ausgegangen, dass die eigentlich rauswechseln müssen, weil Ja. das Rotom eigentlich die Wall für Nape ist für die, beziehungsweise von denen Hit tanken soll. Aber ist dann irgendwie nicht, haben die nicht gemacht. Das Rotom wäre gestorben, wenn wir Shadow Ball gedrückt hätten. Aber ich bin dann so drauf gegangen. Ja, die wechseln auch jetzt in Tricky damit die den Hit so easy wegnehmen. Ja, hätte ich Deswegen auch bin ich halt getan, ein bisschen auf Deathwing Lee ja. gegangen. Ja. Aber im Endeffekt sind die dann drin geblieben, haben die richtige Entscheidung, denke ich mal, getroffen, dass sie das Rotom dann abwerfen Ja, und konnten somit zu noch. früh, ne? Also wenn du wirklich Ja, überlegst, das auch auch. zu früh. Also im Endeffekt haben die Jirachi zu früh verloren, die haben Rotom zu früh verloren. Und wenn du überlegst, so Defensive, okay, Jirachi Offensive, aber hat sie ja defensiv aufgesetzt. Ja, so konnten wir halt damit Infernape dann auch immer free einfach CC drücken, Ja, weil wenn das Rotom dann noch raus war. war ja Scarf. Ja, Genau. genau, das war Scarf. Das habe ich Und gesehen, auf. hast Ja. Und auf Beatle hatten ja irgendwie auch kein U-Turn, warum auch immer. Nee, weil die Wutanfall Das hatten. verstehe Ich ich wusste nicht. gar nicht, dass das Ding Wutanfall kann. Ja, wusste ich auch nicht. Ja, also jetzt War ich wissen wir auch es. verwirrt. Ja, okay, aber eigentlich spielt es auf dem Ding auch immer U-Turn. Das ist ein Ja. Step, der durch Adaptability wird und eigentlich, ja, keine Ja, Ahnung. also wirklich. Also, vielleicht haben sie gedacht, wo nee, eigentlich Uzumaki Crew, der Deke und der Maxi, wir wollten eigentlich schon wirklich gewinnen. Ne? Also, sie sind ja jetzt Ja, das auf jeden Fall, mit ja, 0 klar. Punkten immer noch dabei. Also, da willst du ja, spielst du, also ich bevorzuge ja, geile Sets zu spielen. Skalani Ja. unterdrückt mich meistens, weil er blöd ist. Und zum Wutanfall Bibor, also wow, also ich dachte, wo ich das gesehen habe, Habe ich woher? mir auch gedacht, Warum bitte kann der was? das? Hä? Also. Deswegen bin ich aber mit dem Chomp so, sind meine Chomp so easy drin geblieben. Ja, Weil die das dann nicht gewusst haben. ja. Ja, okay, Ja. das war auf jeden Fall. Ja. Ansonsten kann ich sagen, der High Jump Kick auf Skorgla hat für mich nicht viel Sinn ergeben mit Mega Nee, Lopunny. mehr auch nicht. Keine Ahnung, was die da jetzt gedacht haben. Ja. Aber da hat auch nichts anderes Damage gemacht Ein in dem Triple Axel Fall. kann das Ding doch auch. Nee, nein, Cinder ist doch nicht. Ach nee, es war Cinder ein ist Sinn, kein Triple Entschuldigung. Axel. Entschuldigung, falscher Spieler. Sorry. Ja, Libero, ja. Ja, Libero, ja. Ja. Ja, der Skogler ist halt. Ich liebe der Skogler. Ich weiß nicht, Ja, ob ich das schon Skogla mal ist angesprochen echt, habe. es Ich ist so liebe er. gut. Ist doch besser als Skoglo. Ich habe den Namen. Vergessen den anderen Namen von den anderen, wie immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Aber heißt. Genau. ja. Also. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass sie auf Beedrill Knockoff hätten, um eben den Genau. Evoli von Skogla zu knocken. Die hatten, Aber was hatten hatten auch sie? Sie nicht. hatten Poison Jab, sie hatten Wutanfall. Ja, warte. Was hatten Muss sie ich noch? mal. Haben die mir die Sets geschickt? Muss ich mal kurz Ja, nachgucken. gucke mal, wir haben Zeit. Also, es könnte sein, dass es der längste Talk aller Zeiten bei mir wird, aber gut, es gibt Ach, erst vier was? andere. Ja, die haben es mir geschickt. Die hatten noch X-Scissor und Drillrun. Über X-Scissor hätten die dann Newton eigentlich Ja, spielen können. ja. Drill Und Run. Drillrun. Für Panferno. Drill. Aber Ja. also.
wenn Panperno da ist gegen Beaver Deck, war schon eigentlich, dass das Garf sein könnte oder muss sogar. Ja, vor allem, die haben noch Cinder-Ace, welches sonst schneller wäre. Mhm. Und dann hab ich mir auch noch gedacht, dass sie eben Scarfight Dragon spielen werden, was sie auch gemacht haben. Mhm. Und deswegen auch, das war denen auch outspeeden. Okay. Ja. Ja, stimmt, ihr habt ja von viermal habt ihr, glaube ich, zweimal den Flinch bekommen. Ja, das ja, von dreimal haben wir den, glaube ich, so gut von den Flinch. Auf Mega Beezer Flow haben wir. Aber zum Glück immer in den falschen Augenblicken, ne? Also wenn der einen Turn vorher kommt, wäre Mega Beezer Flow gefallen und dann Mega Beezer Flow. Einmal ganz am Anfang haben die ihn zweimal hintereinander, ihn da dreimal hintereinander bekommen, dann wäre Beezer Flow gestorben. Ja, genau. Also dazu muss man sagen, Beezer Flow ist eine Beste. Also Beezer Flow, ich liebe den so sehr. Ich kann es verstehen. Ich mag es generell sehr gerne, halt viel Defensive zu haben. Ja, okay. Und schreibe ich mir auch. Breaker dann irgendwie als Fliegen. Ja, nee, ist richtig. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns gleich, würde ich sogar sagen, weil ich mag das auch, wenn man letzte Season überlegt. Melodic hat bei uns ja auch viel gerissen. Und dieses Season ist ein Maruda da, ist ein Lashoking da. Und, na gut, Queen jetzt nicht so, aber so Maruda und Lashoking sind ja auch eher defensiv und auch ein paar Kills schon gesammelt. Und Maruda finde ich auch so ein tolles Mod. Da kannst du auch einfach ein Band drauf klatschen und der böllert dann einfach alles weg. Ist der gut gegen euch, ja? Ein Band? Mhm, okay. Habe ich nicht gesagt, dass es gut gegen uns ist. Ja, wunderbar. Ansonsten kann ich noch sagen, für mich habt ihr keine Fehler gemacht. Also, das war Astrein runtergespielt. Ja, danke schön. Ja, also das habe ich mir aufgeschrieben, deswegen steht es hier und deswegen lese ich es auch vor. Kommen wir einfach zum nächsten Spiel, weil die Happy Knits Foundation haben gegen die Alva Predators gewonnen. Wie sahst du den Kampf? Also am Anfang war es natürlich ziemlich unlucky, dass sie mit Milotic nicht einen einzigen Burn gegen Panzer Eron bekommen haben. Die haben viermal gescored gedrückt und keinmal kam er. Ja, und gegen Kyurem auch nicht, obwohl das auf Kyurem nicht gemattert hätte. Aber, und dann haben die noch das Milotic, finde ich, leichtsinnig abgeworfen, weil die es im Kyurem ja drin gelassen haben. Ich glaube, der Crit hat doch gemattert. Also ich habe mir anfangs aufgeschrieben, Milotic, ich habe den gleich geschrieben, wo ich den Kampf gesehen habe, Milotic ist zu weit runtergeschippen lassen, ne? Aber dann haben sie es ja mit Flogs wieder richtig gut wieder hochgeholt. Ja, genau. Und ich glaube, der Crit hat gemattert, weil ich glaube, die hatten, also ich würde sagen, die überleben Freeze-Dry von Kyurem auf der, weil die waren in der Full-Life. Oder zumindest. Denke ich auch, aber was hätten die gedrückt? Das wäre ja trotzdem nicht der Play gewesen, drin zu bleiben, oder? In meinen Augen zumindest. Jetzt ist halt die Frage, was sie drücken wollten, ja. Aber es ist die Frage, was würdest du gerne. Die hätten nie im Leben irgendwie. Ja, Flawless hätten man reinwerfen können. Vielleicht sind sie davon ausgegangen, dass da vielleicht ein Sub oder so kommt und die hätten es irgendwie brechen können. Ja, aber mit Squalls in Breaks in Sub ja auch nicht. Der macht 13% gegen Kyurem, hat er gemacht, glaube ich. Play. Ich weiß ja nicht, die haben Squalls gedrückt, die haben Recover gedrückt. Vielleicht hat sie noch Haze maybe? Keine Ahnung. Kann sein. Kann der gute Driven ja mal reinschreiben, wenn er das irgendwie mal hören sollte hier. Also da bin ich bei dir. Milotic hatte die Crit, dann wurde rausgenommen. Dann hatten die auch eben keine Chance mehr, irgendwie das Panzeron zu burnen. Oder eben als für Crew haben die dann auch keinen richtigen Switch mehr. Da kann man, weil Flog ist ja jetzt keine physische Wall in dem Sinne. Ja. Ansonsten finde ich, haben die Flogs auch zu leicht dann noch abgeworfen. Und als Flogs dann auch tot war, da war dann eigentlich so gesagt das Game. Oder war Flogs? Nee, Flogs war zum Schluss. Maxax haben sie früh abgeworfen. Sie haben ja Maxax in Krug reingeworfen, wo ich dachte, also. Genau, das war es. Das meintest du, ja. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass sie auf jeden Fall Voltrian gut gespielt haben. Ich habe mir erst gedacht, warum kommt der Sub? Also du siehst ja, dass der Sub immer gebrochen wird, Overheat, und dann haben sie einmal Sub und dann sind sie rausgegangen mit Voltwechsel, wo ich denke... Das habe ich mir auch gedacht. Und da habe ich auch gesagt, warum sind die jetzt mit Voltwechsel raus, als sie den Sub aufgesetzt haben? Weil ein Donnerblitz wäre immer free gewesen, ne? Ja, genau. Ja. Das habe ich mir auch gefragt. Und die haben es danach wieder hochgeheilt, damit wieder revidiert, aber im Großen und Ganzen manche Plays nicht verstanden, aber ich fand, mit Florges und Voltriant haben sie, also, ne, Dibben und, Patrick, genau. Entschuldigung, Brain AFK. Ich glaube, die harmonieren ganz gut. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das ist halt die Frage, wie viel in so einer Season noch Zeit ist, wenn man halt unten steht plus Punkte unbedingt braucht. Rum ganz wichtig, aber sagen, die funktionieren auf jeden Fall.
Wie das Voltrend gespielt haben, hat mir auch gut gefallen, wie du schon gesagt hattest. Und ich habe dann nicht verstanden, war das, wieso die Dragon Claw gedrückt hatten, als das Klug drin war. Ich weiß es nicht. Und dann ist gar, weil das wäre ja trotzdem einfach nicht der Play für dich gewesen. Da hätten die ja auch entweder die dienen können, falls die denken, dass der rausgehen wird, oder auf den CC gehen. Ja. Der macht ja auch dann mehr Damage Ja, auf auf jeden Fall. Flammen. Ja, dadurch, dass sie halt offensiv gleich reingegangen sind, haben sie halt mit Maxak viel das verkehrt gemacht, finde ich. Vielleicht haben sie gedacht, Panzer Aaron kommt rein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Im Nachhinein weiß man das sowieso nicht. Erst recht, wie Außenstehende sowieso nicht. So ist das. Das stimmt wohl, ja. Gut, länger als erwartet. Wir gehen weiter zur Tabelle, weil da hat sich einiges getan. Sisnova Down auf 1, die saufende Sundance auf 2, das seid ihr. Mammoth abgerutscht auf 3. Hallo, was ist da passiert? Teenage Mutant Ninja Kubits auf 4. Happy Knits Foundation und die Alpha Predators 5, 6, die sind geblieben. Tentacruel und Witches mit die 3 Punkte an die Uzumaki Crew vorbeigezogen. Wie gefällt euch die Tabelle? So, mir gefällt sie ziemlich gut, so wie sie gerade ist. Natürlich wäre es schöner, wenn wir 3 Differenzpunkte mehr hätten. Oder Ja. jetzt, ja, dann wären wir ja auch an euch vorbei. Ja, aber ist es nicht Aber egal, weil die ersten zwei steigen noch auf. Warum bist denn du jetzt so? hier in der, wie heißt Ja. die Tipps, die ich ja vorher abgegeben hatte, wo du Ja. gefragt hattest, Ja. da waren wir Ja, Erster, ey, jetzt spoiler dann. nicht. Ach so, Darüber reden wir doch darf ich das noch. nicht sagen? Nee, Oh, das, ja gut, nee. okay. Ich hab hier System, verdammt nochmal. Ich weiß, du guckst meine Videos nicht. Das ist Doch, ab die so. gucke ich mir Ja, an. dann bist du nur Nur mit die dir. Was soll das? ab der Kader an. Da mache ich Ach, dann machst du 30 meistens aus. aus, weil es langweilig. Ja, ich verstehe schon. Okay, Ja. ja. Aber wenn wir nachher deins reden, da guckst du zu, dann, ne? Dort gefällt dir. Hörst du dir Ja, gerne natürlich. zu, Also, da rede ich ja gerne über meinen Kader, so ist ja nicht, ne? Okay, gut. Also, euch gefällt die Situation, ihr werdet gern vor uns, verstehe ich. Ihr habt ja sogar noch die Möglichkeit, aber dazu kommen wir auch wieder Ja. später. Ja, also, dass die Mammoths runtergefallen sind, gut, das ist nur Differenz. Ich finde halt, die Tabelle ist halt sehr, sehr, sehr knapp. Das Oben stimmt. zumindest, ne? Dadurch, dass die Uzumaki Crew noch nicht gewonnen hat, ist leider schade. Die Ja. Tentacool Witches hat mich mega gefreut, erst recht gegen die Mammoths, das war eine Überraschung für uns alle. Ja. Also, ich habe halt am Anfang ja auch schon erwartet gehabt, dass wir drei, die jetzt alle 12 Punkte haben, oben sein werden. Und das ist jetzt auch so eingetroffen. Aber Ich gucke mir das nochmal an, was du ja erst getippt hast. Ob du uns wirklich auf 3 ich habe die gesehen ersten hast. vier tatsächlich komplett richtig getippt, Ah, du außer dass sagst. wir erst. Okay. Dann bin die Ich ganze sage Zeit. mal, Nee, ey, schneid's raus. ich schneide dir alles raus. Nee, ja. Ich glaube, es gibt auch nicht viel zu sagen, weil das ist spannend. Ne? Es ist, glaube ich, bei den anderen beiden Seasons auch so, dass da so 3 bis 4 Teams sich oben halt ranhangeln und dann halt da ein bisschen das erstmal zur Hinrunde unter sich ausmachen. Was natürlich in der Rückrunde passiert. Es gibt ja noch ein paar Drafts, die getätigt werden könnten. Und ja, von daher würde ich sagen, wir gehen einfach weiter zu dem interessantesten, finde ich meistens sogar, die Kill-Rangliste. Weil da hat sich auch wieder vor. Naja, nee, ja, für die Kubuins hat sich ein bisschen wieder was getan. Terrakium ist auf 1 zurückgekehrt mit 9 Kills. Alola Raichu ist auf 2. Maxax ist 3. Mega Visaflor hat sich auch nach oben kämpft auf Platz 4. Das ist euers. Die Rabigators. Gibt's mehrere. Ja, gibt mehrere, die sind überall. Rabigator 5 abgerutscht. Porygon Z ist, weil er weniger Spieler als Nibalo und Mega Turtok gemacht hat, irgendwie auf Platz 6 vorgerutscht. Haha. Mega Altaria auf 9 geblieben und Mega Supex habe ich mit als Zetes reingenommen, weil Tentacool und Witches müssen einfach belohnt werden. Zumal Topkiller war ja der Panzer Aeron und als zweites Das kam Mega stimmt. Sumpex und Panferno als drittes. Von daher kann man schon sagen, die drei Monster haben ein bisschen was gerissen. Und ja, ich habe ja die Frage schon öfters gestellt wegen den Megas, aber die Megas interessieren mich heute nicht. Mich interessiert, welches Mon siehst du von dem, sagen wir mal, Top 5 am Ende Ja. meistens oben? Also ich denke, Terrakium wird eigentlich immer oben bleiben, weil Terrakium einfach ein sehr gefährliches Mon ist, was in jedem Matchup eigentlich Kills holen kann. Ich denke, Alola Raichu, der wird noch ein bisschen runterfallen, weil den willst du nicht immer mitnehmen, der ist sehr situationsabhängig. Der Ja. hat jetzt 2 von den 3 Malen, als sie den mitgenommen haben, sehr gut funktioniert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das immer so funktionieren wird, vor allem weil in der Rückrunde die Gegner sich, denke ich, auch mal besser dann drauf preppen werden, die
hoch gegen das Reich verloren haben. Ja, das stimmt. Ist halt die Frage, rein theoretisch musst du dich schon vorher, guck mal, du hast Kaburiki, du musst dich schon vorher vorbereiten, was da ja passieren könnte. Ne? Das ist mit Halucha genauso. Du bereitest dich ja automatisch immer auf Halucha vor. Und wenn du dann Alola Raichu im Hinterkopf nicht hast, dann ist es schwierig. Ne? Also es ist wirklich, das stimmt. Ja. Weil manche, die preppen sich ja nicht ganz so gut auf die Low-Tier-Mons, aber die können dann einen schon ganz gut überraschen. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Welches von den Mons, die nicht da sind, sollte eigentlich weiter oben stehen? Also es gibt ja, egal welchen Kader, such dir einen aus, also mir ist es egal, aber es gibt ja immer Mons, die wo du denkst, warum sind die nicht da? So, ja, jetzt zum Beispiel Kyurem und Mega Simsala müssten eigentlich da oben sein. Von, wer hat die nochmal? Die, Happy Knills Foundation. Also die das haben beide, sind eigentlich, ne? Ja, die haben beide, das sind eigentlich absolute Killermaschinen. Mhm. Und kamen aber bisher noch nicht so richtig gut zum Einsatz. Ja, gegen uns hat Kyurem Bassirissen, glaube ich, 3 geholt, glaube ich. Aber der ist ja nicht. Gegen uns kamen beide mit, aber haben eben keinen einzigen Kill geholt. Ja. Aber ja, das, keine Ahnung, da muss man. Für euch. Ja, für uns ist es gut, aber ja, das ist halt schade für sie, denke ich mal. Weil, Ja, was willst da du muss machen, man irgendwie ein bisschen. Ja, es sind halt so zwei, also Simsala zumindest ist eine Glaskanone, Kyurem kann schon gut was tanken. Das stimmt. Ja, Simsala muss man halt gut mitspielen können, beziehungsweise häufiger vielleicht auch mal so ein Sub oder sowas benutzen, weil so ein Pursuit ist halt auch, kann auch ziemlich wehtun. Ja, und dann kann man gehört, den einfach gehört, mal so tanken. Ja. Ja. Ich bin der Meinung, wir gehen einfach weiter. Nächster Spieltag, Spieltag 6, liest du bitte vor, wer gegen wem, und dann reden wir darüber. Okay, als erstes kämpfen die Memotels gegen euch, System of a Down, und davon erhoffe ich mir viel von dem Spiel. Das wird ein spannendes. Danach natürlich die Tentacle Witches gegen die Happy Knits Foundation. Und die Alpha Predators gegen die Uzumaki Crew, und zum Schluss kämpfen wir die laufenden Sundance gegen die Teenage Mutant Ninja Kugels. Okay, fangen wir oben an, weil es ist ja irgendwie wieder ein Spiel um Platz 1 oder zumindest Offensive pur. Die Mammoths und wir sind ja ganz oben, 1 und 3. Wer denkst du, wer gewinnt? Es ist halt so ein Spiel, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich möchte mich da eigentlich sehr schwer darauf festlegen. Ja, ist dein Problem, ich will es hören. Ich sag einfach, dass ihr knapp gewinnt. Auch knapp gewinnt, okay. Ah, das hat uns vor 2 Spieltagen kein Glück gebracht, wo gesagt wurde, wir gewinnen. Das Ding haben wir nämlich verloren. Letzte Woche haben wir gewonnen, obwohl jemand gesagt hat, wir gewinnen. Schwierig, okay. Ja, also. aber eigentlich würde doch dem Memos, wenn die gewinnen, euch mehr bringen, oder? Nee, wenn ihr gewinnt, dann. Ab wegen den Top 2 meinst du, ne? Und wenn wir gegen euch gewinnen, dann sind wir wieder. Also, bitte was? Warum bist du denn schon wieder in der Zukunft? So muss ich denken, weil die Memotels, die hätten dann 2 Niederlagen. Ja. Ihr hättet dann nur eine, falls wir den Spieltag gewinnen, wir dann auch. Ah. Und dann müssten wir beide den Hinrundensieg austragen. Taktisch genial, ja? Okay, fühl dich. Geht es weiter. Tentacool and Witches and Happy Knits Foundation, nachdem Andy und Jeremy den ersten Sieg eingefahren haben und die Happy Knits Foundation sehr, sehr, sehr weirdes Play, also positiv wie negativ, haben kann, weil sie sehr, sehr, wie soll ich sagen, riskante Plays machen. Wem siehst du da vorne? Ich sehe, denke ich, trotzdem die Tentacool and Witches vorne auf, Tentacool and Witches. Doch, die sehe ich, denke ich, vorne. Weil die haben jetzt Blut geleckt aus ihrem ersten Kampf. Und ich denke, jetzt arbeiten die sich langsam nach vorne. Und auch wenn das Kyurem sehr stark aussieht gegen deren Team. Mal sehen, vielleicht finden die ja irgendeinen Check oder irgendwie. Speziell defensives Spiel. Wobei ein Galar Lasho King könnte es theoretisch irgendwie hinbekommen, das Kyurem gut handeln zu können. Das habe ich auch schon mal gehabt, diese Situation Galar Lasho King gegen Kyurem. Aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ich denke trotzdem mal, dass die Tentacle Witches
eine gute Chance haben, aber es wird auch wieder ein spannendes Spiel, auf jeden Fall auch sehr eng. Kann wieder in beide Richtungen gehen, würde ich sagen. Aber Kyurem hat doch Earth Power. Assault Best Lashokin, hier, okay. Lasho King, der tankt das gut weg. Aber wäre Filinara nicht besser dagegen? Oder bin ich blöd? Ich denke nicht, ein Ice Beam, der macht. Felinara spielt ja nicht hier Könnte es mit aber. Assault Vest zum Du Beispiel. Der könntest macht es dann. aber. Ja, könnte es so. Okay. Also, sie haben sogar zwei Checks, siehst du? Die haben sogar zwei Möglichkeiten, wie man. Aber Kyurem hat doch auch Flash Cannon, oder nicht? Choice Band Cover Lancer. Auf jeden Fall haben die, denke ich, ein paar Haben sie, Möglichkeiten, wie die genau. das hinkriegen können. Geht's Ja. weiter. Alpha Das. Predators gegen die Uzumaki Crew. Das ist drittletzter gegen letzter. Also ich hoffe natürlich jetzt mal, dass die Uzumaki Crew endlich ihren ersten Sieg einfahren können. Aber die Alpha Predators, die sind ja trotzdem nicht zu unterschätzen. Die haben ja immer mal wieder ein Stimmt. paar gute Games, wo die dann halt ein bisschen unlucky verlieren oder so. Das stimmt, Ich ja. würde es den Uzumaki Crew gönnen, aber ich denke, die Alpha Predators haben die Nase vorn. Okay. Ja, ist halt schwierig, wenn man. Ich kenne ja Deku so ein bisschen und Darren schon ein bisschen länger, wenn man so zwei kennt. Wisst ihr, dich kenne ich halt nicht, mir ist egal, ob du gewinnst. Und da hast du halt Ja. zwei, die du halbwegs kennst und dann, ja, bin ich unentschlossen. Ich weiß auf jeden Fall, dass am Rückrundenauftakt, der erste Spieltag, Darren wieder verlieren muss, weil das ist wieder gegen uns dann und alles andere ist mir egal, was der Junge. Also der muss dann eigentlich gewinnen, ja. Okay, saufende Sundance gegen Teenage Mutant Ninja Queens. Ich habe schon gehört, ihr wollt gewinnen. Ja, also ich kann ja jetzt schlecht sagen, dass ich denke, dass wir verlieren, aber nee, ich denke auch so haben wir gute Chancen. Wie gesagt, hier Anton und Hardy, die kenne ich von einer anderen Liga sehr gut. Und Ich habe gehört, dieser Anton hat ja. gesagt, der ist eigentlich nur dabei, weil er gegen eine bestimmte Person gewinnen möchte. Ihm ist alles Ja. andere scheißegal. Die könnte doch letzter werden am Ende, aber er will gegen eine bestimmte Person gewinnen. Wer ist das deiner Meinung Ich weiß, dass er gegen mich gewinnen möchte. nach? Was hast du ihm angetan? Bist du sein Erzrivale? Bist du sein Kryptonit? Bist du Ich weiß einfach nur nicht, ich Prana? denke, Anton hat noch nie gegen mich gewinnen können, deswegen will er es hier vielleicht mal versuchen mit einem Teampartner oder so. Ah, du meinst, er kann es alleine nicht? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Also ihr gewinnt, hast du gesagt. Ja, ihr müsst halt auch gewinnen, ne? Ja, Also klar, mal. also ich auf jeden Fall, damit wir halt oben auch dranbleiben. Ja, nicht nur dranbleiben, ihr werdet automatisch, glaube ich, wenn ihr zumindest hoch gewinnen würdet, werdet ihr, glaube ich, auch auf 1, I guess, weil wenn du Ja, sagst, wir kommt drauf an, gewinnen wie viel, knapp ja. oder nicht, gehe ich davon aus, im Endeffekt auch, wenn man überlegt, dass ihr einfach mal nur den ersten Spieltag verloren habt und das auch gegen die Mammut-Heads, ihr habt generell jetzt vier Siege hintereinander eingefahren. Von daher, da ist nur das Auge nach oben gerichtet. Alles, was nach unten fällt, ist dann seid ihr halt selber schuld, ne? Also so Das stimmt wohl. vom Optischen zumindest her. Ja, klar. Ja. Also wir versuchen natürlich oben dran zu bleiben. Das ist auch unser Ziel, auch aufzusteigen hier jetzt. Und ja. Ja, Aufstieg ist halt schon, hat man gerne drin, ne? Und erst recht, wenn, ist Natürlich. zwar nur in Anführungsstrichen die dritte Liga, aber ich finde, so schlecht geben wir uns gar nicht ab. Ja, natürlich nicht. Und Wir sind auf jeden Fall ein paar gute Teams dabei. ja, und die Rückrunde verspricht noch so vieles, also da macht euch gefasst, ey. Der Draft kommt und dann wird einiges wieder geändert und ja. Aber bevor es zum Draft geht, oh, das ist eine gute Überleitung. Gehen wir zu eurem Team, wie es aktuell ist. Man sehe, Ja. Mega Bisaflor, Knagrak im S, Panferno, Lamus, Despotar im A, ist Mega, Despotar? Nein, ist es nicht, weil wir Ja, haben das ja stimmt Mega wohl. Das Bisaflor. hatten wir Guck mal, mehr so Mega scheiße Bisaflor, schlecht ja. vorbereitet bin ich, ich gucke ein Bild und sehe nicht mal das Pokémon. Magnezone, Skorgla und Frostelka im B, Elfun, nice. Schlubleck ist Liebe. Skorgla sowieso. Der deutsche Name für diesen C-Mondri fällt mir nicht ein. Glaziola und Magie. Traum. Traumagel. Ne? Okay. Also, okay. Fangen wir mal damit an. Erstmal, habt ihr einen Plan vorher gehabt? Habt ihr das bekommen, was ihr wolltet? Wurdet ihr gesniped? Das sind erstmal die ersten Fragen, die uns und mich interessieren. Also, es war auf jeden Fall der Plan, Mega Bisaflor zu picken. Den wollte ich schon immer mal in einer Liga spielen. Wie gesagt, Hast du ich noch nie, liebe. nein? Nein, habe ich noch nie in einer Liga gespielt. Wie gesagt, ich liebe halt defensive Mons, die halt aber auch pressuren können, die eben nicht passiv sind. Wie man eigentlich generell auch an dem ganzen Team sieht. Das ist halt Mega Bisaflor, vor dem muss man auch Angst haben, wenn man dem gegenübersteht. Ja. Lamus ist halt einfach stark mit Teleport auch generell, ist auch nicht passiv. Despotar kannst du defensiv spielen, der macht trotzdem enorm Damage. Also, ich mag generell so halt
Ja, das haben wir schon raus. Schlupp Black ist ja auch so ein Ding, ne? Der ist halt ja, einfach nur dick, Alter. Der ist einfach dick, drückt durch und so, wo ich dann irgendwas auch. Ja, und drückt nur Abschlag oder der halt ja. Kann auch speziell ein bisschen was machen. Also. Ja, mit dem kann man auch Dragon Tail oder so ein Setup verhindern, zum Beispiel. Ja, ist auch ganz stimmt, cool. Ja. Ja, also euer Plan war Mega Bisaflor. Warum habt ihr da zuerst Panferno gepickt? Panferno hatten wir auch direkt im Draftplan. Wir haben uns gedacht, Panferno, der ging letzte Season schon immer in der ersten Runde weg. Mhm. Ja, dieses Season auch. Ja, dieses Season auch schon. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ja, wir picken ja einfach direkt in den Sieg reingehen und den dann direkt in unserem Team haben, weil der ist auch sehr wichtig für unser Team, denke ich mal. Das ist einfach ein sehr guter Scarfer. Den kannst du halt auch Band theoretisch spielen oder Live Warp. Ja. Also, das ist auf jeden Fall. Ja, kannst du auch physisch so wie speziell spielen. Das stimmt, also, ja. Es ist schwer, sich drauf zu preppen, tatsächlich. Ja, ist ein nice Affe, kann man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens die Frage gehabt bei den anderen, bei Anton? Nein, warte mal, wer war letzte Woche? Ich bin so bad. Nee, Vipodox, genau, Vipodox. Ist der Draftbite? Was würde eurer Meinung nach, also habt ihr schon Schwächen erkannt, weil ihr habt ja im Endeffekt nur ein Ding verloren. Ja. Habt ihr schon was ihr austauschen würdet oder seid ihr da eher noch so unentschlossen bis vielleicht gar nichts? Aber also ich denke mal vielleicht sowas wie Elfun oder so, den haben wir jetzt bisher noch gar nicht gebraucht. Mhm. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, bin ich eigentlich mit dem Team, sind wir mit dem Team sehr zufrieden, wie es jetzt momentan steht. Mhm. Aber vielleicht kann man da irgendwie was ändern, bessere Fee oder sowas hinzu tun, aber keine Ahnung. Ich bin der Meinung, Skorgler passt da gar nicht rein. Den könnt ihr ruhig rausnehmen. Nee, der ist sehr schön. Ein Supermon. Ja, wir hatten die letzte Season ja auch, der ist schon, der tankt auch richtig vieles. Ne? Ja. Also muss man schon sagen. Nee, also im Großen und Ganzen gefällt mir ja eure Karte sehr. Gibt auch viele Monster, die ich davon auch noch nie gespielt habe. Ne? Traumfugil. Traumfugil habe ich auch noch nie gespielt. Despota, Stelka, ne? Sind so Monster. Ja, kann man irgendwann mal ausprobieren. Ich finde, dadurch ist so eine Teamliga immer sowieso interessant. Und apropos Team. Du hattest ja letzte Season einen anderen Kollegen, der hat sich auch irgendwie in eine andere Liga boykottiert oder hat sich nach oben geschlafen. Ich weiß nicht, ja, es haben viele diese Season gemacht. Und kennt ihr euch auch über TPL Tinder oder woher kennt ihr euch beide? Ich mit meinem jetzigen Mate. Ja, der Sandan, genau. Ja. Was sind dort Pilze? Das ist Nox, Alter. Nox ist Geschichte, ja, Vergangenheit. Nox, ey. Wir kennen uns auch in einer anderen Liga, aber haben jetzt auch noch nie in einem Team oder so gespielt. Ha. Also ganz neu, ja, sozusagen. Ja, genau, ganz neu. Cool. Also ich habe gedacht, ja, haben wir mal Lust, ein bisschen Spaß hier zu haben. Spaß, ja. Sagt man das heutzutage in der Jugend? Spaß hier zu haben, habe ich gesagt, nicht Spaß. Okay, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ja. Nee, okay. Okay, das ist cool. Ich finde, ich und Skalani hatten uns auch nicht wirklich vor Season 2, 3, genau, 2 sind wir schon dabei. Genau, ist die dritte Season. So eine Person, die man halt nicht wirklich kennt, vielleicht auch nur aus dem Internet, aus diesen Sagenwobenen, und dann halt ein bisschen zu performen und sich kennenzulernen und irgendwie auch zu synergieren, ist halt auch immer ein bisschen nice, finde ich. Das stimmt, das ist ganz cool. Ja, der ist recht, wenn man gewinnt, ist halt immer geil. Das ist endlich scheißegal, wer da neben dir sitzt. ich glaube, einer von euch beiden hat mir letzte Season, also du oder Nox, ich weiß nicht mehr, hat mir geschrieben, wer kam auf dieses Garados-Set? Nee, ich weiß nicht mehr, wie das war. Lass mich mal kurz überlegen. Es ging darum, dass irgendjemand ein paar Mons haben wollte und er halt, ich glaube, es war Garados. Irgendjemand kannte Garados aus einer anderen Liga und der weiß genau, wie gut der eigentlich sein kann und deswegen habt ihr den noch mitgenommen mit diesem bestimmten Set auch gegen uns. Nox kannte Garados von einer anderen Liga und ich habe schon, ich wollte den halt auch schon immer mal in einer Liga spielen. So war das, okay. Und, das ja. Also was ist Nox für den Albtraum schuld? Auf jeden Fall, ja, dass das Ding Power Whip hat, das haben nicht viele auf dem Zettel. Ja, das war auch widerlich, wenn man ehrlich ist. Also, was das denke, gegen diesen Vieh kannst du dann auch nicht mehr wirklich viel machen. Ja, das stimmt. Aufgesetzt habe, das ist auch. Wir haben ja 3 Games in dieser Season nur mit Garados gesweept. Ja. Also. 2 sind mir nur in Erinnerung geblieben. Ach, gut. Wunderbar. Jetzt gehen wir zu dem Teil, wo du schon längst abgeschaltet hast. Weil, zu den Tipps. Warte mal, der Tipp funktioniert nicht. So, also du meintest ja saufende Sandans auf 1.
Du hast No Pressure oder so dahinter geschrieben, weil das habe ich jetzt mal weggelassen. Nee, hab ich nicht. Ich habe No Front, glaube ich, No oder? Front, irgendwie so, irgendwas hast du geschrieben, ja. No Front. Ich will dich ein bisschen rauslocken mit den Wörtern. Interessante Wahl, wenn man überlegt, dass du halt die anderen. Kanntest du irgendjemand außer Anton, kennst du halt, ne? Das Ja, ich wusste. kannte euch ja von letzter Season, Ja. deswegen habe ich euch auch relativ hoch. Und Ja. die Mammoths, die waren von letzter Season ja in der anderen Conference, aber die fand ich auch ganz gut. Die haben ganz gut gespielt. Ja, die sind aber letzte Deswegen. Season nicht über das Achtelfinale hinausgekommen, ne? Die sind halt einfach, haben versagt. Um jetzt, Ja, mehr muss jetzt noch ein bisschen trotzdem. runterzureißen. Ihr habt einfach versagt, Pyro-Björne. Ja, das war letzte Season nicht so. Und das wird wahrscheinlich, wenn ihr jetzt, guck mal, ihr seid jetzt auf Platz 3, Mammoths, Ich ne? kommt ja nicht mal, ich steigt ja nicht Ihr mal steigt jetzt auf. tatsächlich nicht mehr auf. Also das heißt, nächste Season heißt es Liga 3 mit dem Mammoths. Also ob sich da das noch lohnt, außer die saufenden Sandern steigen auf und trennen sich danach. Damit würdet ihr nämlich den Aufstieg entgehen, weil ihr müsst, wenn ihr aufsteigt, oder Erster werdet oder Zweiter, müsst ihr zusammenbleiben. Das wisst ihr, ne? Und dann die nächste Season auch, und was, wenn Zusammenspielen. nicht? Zusammenspielen. Wenn nicht, steigt ihr nicht auf. So habe ich das Okay. verstanden. Ihr müsst automatisch, also es ist wie eine Ehe. Du heiratest jemanden, du musst hast eine, einfach eine Kleppe, an der Klette, wenn halt Och alles nee. funktioniert. Ja, ist halt so. Ja, Ich also. weiß nicht, ob Sander nächste Season noch dabei ist. Das ist das Problem. Doch. Okay, vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, also. Ja, ich weiß es auch nicht. Da steht nur in den Sternen. Ansonsten machst du so ein Blabla-Ding wie letzte Season. Ja, ich habe keinen Teamkollege, lass mal alleine in der Team-Pokémon-Liga spielen. Gut, die Mammoths auf 3, wie gesagt, Teenage Mutant Ninja Kuriens auf 4, die Tentacool and Witches auf 5, Uzumaki Kuu hast du auf 6, Alpha Predators auf 7 und Happy Knits Foundation hast du auf 8. Wenn man so grob im Ganzen sieht, hast du durchaus gut alles richtig predicted. Also die ersten vier Ja. halt, ja, so mehr oder weniger. Ja. Ja, und die Happy Knits und Tentacool tauschte mit ein bisschen Uzumaki zwischendurch. Ja. Ja, dann passt's. Weißt du, was dein Teamkollege getippt hat? Habt ihr dich da irgendwie. Nee, das war es tatsächlich nicht. Okay, oh, dann wird es überraschend für dich. Dann musst du das. Ich, pass auf, ich sag es dir jetzt nicht. Ich lasse es nur stehen. Dann musst du nämlich das Video bis zum Ende gucken. Nee, ist okay. Also, er hat die Memos auf 1 gesehen. Okay. Die Alpha Predators auf 2. Interessant. Das ist 7 und 2. Das ist genau das Gegenteil von dir. System of a Clown auf 3. Saufende Sandans. Das ist halt ihr auf 4. Fühle ich. Würde ich am Ende auch so sehen, weil. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ist ja halt einfach so. Uzumaki Kuu auf 5 hat er gemacht. Happy Knits Foundation auf der 6. Teenage Mutant Ninja Kuriens. Jetzt habe ich mich verquabbelt, aber ist egal. Auf 7 und Tentacool and the Witches auf der 8. Okay. Ja. Das ist okay. Ich glaube mal, wie ich und Sky haben es ja so gemacht, dass wir uns halt als, auch als letztes gesehen haben, also zumindest eingetragen haben, um einfach jeder Kontroverse aus dem Weg zu gehen, weil wenn wir Letzter werden, können wir sagen, wir haben es euch vorher gesagt. Und von daher weiß ich nicht. Also doch, ich finde es interessant. Auf jeden Fall, du zeigst zumindest sehr, sehr, sehr viel positiv eingestellt deinem Team gegenüber, dass du halt Ja, auch was also reißen ich möchtest. will ja auch gewinnen, so ist nicht. Ich komme Ja. jetzt nicht hierhin, um in Letzter zu Ja, werden. natürlich, das kommt ja keiner, ne? Aber Ja. man kennt ja, wenn man mal verliert und das ist einfach mal die Situation von den Uzumaki-Kun, ne? Du hast ja jetzt 5-mal verloren und davon waren sehr viele einfach knappe Ergebnisse und die hätten auch anders ausgehen können und dann wirst du halt schon ein bisschen deprimäßig reingerissen und da musst du halt Ja, im klar. Anführungsstrich noch die ganze Rückrunde spielen. Das ist schon ein bisschen anstrengend, glaube ich auch, weil keiner verliert Wenn, gerne. ja klar, aber wenn man verliert und dann eben noch das Gute ist eben daran, dass es eine neue Rückrunde gibt und dann weißt du ja, was du falsch gemacht hast gegen deine Gegner und dann kannst du Ja. dich da auch besser preppen. Ja, das stimmt, Und ja. die, die gewonnen haben, die wissen jetzt gar nicht so, ja, ich muss ja trotzdem was anderes mitnehmen, weil die wissen, was ich jetzt schon mitgenommen habe, darauf werden sie sich ja preppen, aber du weißt ja jetzt nicht, wie du das irgendwie besser machen möchtest, beziehungsweise du hast wenig Anhaltspunkte, woran du weiter arbeiten kannst. Ja, ich verstehe schon, ja. Ja. Wird auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich. Also die Rückrunde hat vieles noch offen halten lassen, glaube ich mal. Das ja Satz gibt überhaupt keinen Sinn, aber das ist egal. Gut, okay. Ich glaube, das war es leider schon, weil wir sind durch. Schade. Ja, ich fand dich sehr, sehr sympathisch. Deine Stimme ist sehr angenehm. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Also ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Ich bedanke mich an alle, die bis zum Ende zuschauen und hören. Von daher kann ich nur sagen, danke nochmal.
Zatu nochmal Tired. Ach, du bist noch gar nicht dran. Hallo? Also danke Zatu, danke Tired, dass ich immer noch dieses Projekt mit euch gestalten darf. Es macht mir sehr viel Spaß. Danke für die Unterstützung von jeder Seite. Danke, dass du dabei warst. Nochmal ganz herzlichen Dank. Es ist nice, dass einer von euch beiden Zeit hatte. Ja klar, kein Problem. Vielen Dank für die Einladung jetzt. Dazu kann man sagen, nächste Woche. Jeder ist gespannt, weil keiner interessiert mehr, was Pana gleich zum Schluss immer alles sagt. Ach, das weißt du noch gar nicht, weil du nicht zu Ende guckst. Okay, nächste Woche kommt Andy. Andy von der Tentacool Witches. Und dadurch, dass sie letzte Woche gewonnen haben, hat der bestimmt ein bisschen gute Laune. Und ich hoffe, er ist ausgekatert. Weil da gab es ja so ein kleines Geschick, was genau gegen uns passiert ist, dass er einfach nicht wach wurde, wo wir gegen die Tentacool und Witches gespielt haben. Das habe ich mitbekommen. Ja, das hat irgendwie jeder mitbekommen. Andy, damit gehst du in die Geschichte der TPL ein. Gut, also dadurch, dass du nicht weißt, die letzten Worte sind an dich gerichtet. Du kannst hier jeden grüßen, wie du willst. Ich behaupte auch nochmal, dass Duran am ersten Spieltag das Dümmste gemacht hat, um seinen ehemaligen Teamkollegen dessen Kanal zu pushen. Ja, die letzten Minuten, Sekunden gehen an dich. Ja gut, ich habe mich jetzt darauf nicht vorbereitet. Ja, aber selbst schuld, wenn die Videos nicht guckst. Was ich machen kann ist, nee, ich weiß es nicht. Doch. Ich hab niemanden zu grüßen. Okay. Ich grüße meinen früheren von letzter Season TPL Teampartner Nox, toller Mensch. Ja, soll mal in der Liga 2 mehr was reißen. Wo sind die gerade? Ich glaube, die stehen nicht so gut. Ja, blöd, ne? Von daher, ja. Danke dir, danke Nox. Wir sehen uns nächste Season nicht, weil Sanders und die Sisters und die Clowns wollen aufsteigen. Und Nox geht runter, Alter. Oh. Von daher, danke, dass du dabei warst. Ich sag Tschüss.